Und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge unterwegs in Düsterburg. Heute wollen wir doch mal das Fest besuchen. Geht das? Grandy, da seid ihr wieder. Und habt ihr irgendetwas herausgefunden, was uns Sorge bereiten könnte? Ich habe noch einen weiteren Gast kennengelernt, ein merkwürdiger Geselle. Ich schätze, er sitzt den ganzen Tag auf seinem Zimmer und kippt sich die eine Flasche Wein nach der anderen hinter die Binde. Gehört er irgendwie zur Familie oder warum ist er hier zu Gast? Nein, das ist ja schon das Sonderbare. Er kann sich offensichtlich selbst nicht erklären, warum er hier beherbergt werden sollte. Ich habe Fräulein Sylvia kennengelernt, das Mädchen, das heute Nacht Geburtstag hat. Mich lässt der Eindruck nicht los, als ob diese Leute hier irgendetwas zu verbergen hätten. Einige Türen wurden nachträglich zugemauert. Tatsächlich, bei meinem früheren Besuchen auf Burg Rabenstein ist mir nie etwas derartiges aufgefallen. Diese Burg hat mehr Löcher als ein Königsberger Käse. Das ganze Gemäuer ist von einem Netz an Geheimgängen durchzogen. Wenn diese Burg keine Geheimgänge hätte, wäre das eher ein Grund, unruhig zu sein. Es ist aber immer gut, wenn man die Zugänge kennt. Ich habe mit einer Dienerin gesprochen. Ja, als ich sie bat, mir etwas über die Burg und ihre Bewohner zu erzählen, wollte sie nicht mit mir reden. Einen guten Diener erkennt man unter anderem an seiner Diskretion. Wie dem auch sei, ich denke, wir sollten weiterhin die Augen offen halten. Was uns jedoch nicht daran hindern sollte, uns auf keinen Veranstaltungen heute Nacht ein wenig zu amüsieren. Wobei, ich bin etwas müde. Euer famoses Buch hat mir förmlich den Schlaf geraubt. Es wird Zeit, Grinny. Lasst uns Tarius und Fräulein Libra mitnehmen und uns zum Festsaal begeben. Komm mit, Tarius. Das Fest fängt an. Wir wollen uns nicht verspäten. Ich mir nochmal lieber. Zur Sicherheit. Sicherheit geht vor, Leute. Das wisst ihr doch. Sicherheit. Oh, gut. Und eine Cutscene. Wir sind auf dem Weg nach unten. Bist du fertig? Blöde Frage. Ich bin völlig durchnässt von dem Unwetter. Stinke zum Himmel. Meine Haare stehen in alle Richtungen ab. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob du mit zum Fest kommst. Natürlich komme ich mit. Glaubst du etwa, ich langweile mich hier, während ihr euch unten amüsiert? In Ordnung, gehen wir. Oh Gott, die ist aber ziemlich gereizt. Oh. Yeah. Oh, schön, dass ihr euch noch rechtzeitig hier eingetroffen seid. Ich wollte gerade Burger schicken, um nach euch zu sehen. Mitternacht rückte näher. Wir sollten uns jetzt alle auf unsere Plätze begeben. Er hat schon direkt einen Fisch. Ich bin so aufgeregt. Noch ein paar Minuten und ich bin volljährig. Oh. Die Herrin ist schwerkrank. Bitte belästigt sie nicht. Was hat sie denn? Das ist wohl kaum der richtige Anlass, um solche Dinge zu erörtern. Ist ja gut, meine Fresse. Jetzt muss man den. Oh, ich hätte absprechen sollen. Na egal. Im Leben eines jeden Menschen kommt der Tag, an dem sich sein Schicksal erfüllt. Wir haben uns hier versammelt, um Fräulein Sylvia zur Seite zu stehen, wenn sie heute Nacht dem Rufe des Schicksals folgt. Ich kenne Sylvia seit ihrer Geburt und habe mit ansehen dürfen, wie sie zu diesem reizenden Geschöpf heranwuchs, das wir heute vor uns sehen. Sie steht kurz davor, die Türe eines neuen Lebens zu öffnen, mit neuen Freiheiten, aber auch neuen Verantwortlichkeiten. Jeder einzelne von uns, die wir hier zusammengefunden haben, wird seinen Teil dazu beitragen, damit diese Tür für sie geöffnet werden kann. Amen. Ach, die Wachen, genau wie verabredet. Wachen? Was geht hier vor? Wo habt ihr die Gefangenen gelassen? Was hat das zu bedeuten? Immer schön ruhig bleiben, Herrschaften. Niemand verliert den Kopf, solange niemand den Kopf verliert. Wie könnt ihr es wagen, unsere Zeremonie zu stören? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr damit anrichtet. Entschuldigt, Vater, aber ich habe meine Befehle von Herzog Manfred persönlich. Und ihr wollt euch doch sicher nicht gegen den Herzog auflehnen. Nein, natürlich nicht. Aber was wünscht der Herzog von uns?
Seine Durchlaucht ist enttäuscht über eure Zahlungsmoral, obwohl er euch wiederholt ermahnt hat. Habt ihr den Zehnt nicht an ihn abgeführt? Aber das ist nicht wahr. Wir zahlen unsere Steuern seit Jahren auf den Tag genau. Ihr könnt ja beim Herzog Beschwerden einlegen, wenn ihr wünscht, aber ich habe meine Befehle. Und die lauten, die ausstehenden Steuern einzutreiben. Die Summe beläuft sich mittlerweile auf 300.000 Taler. 300.000 Taler? Aber das ist Irrsinn. Wir haben niemals 300.000. Schweigt! Ich habe den Befehl, die Burg niederzubrennen, wenn der Betrag nicht erbracht wird. Oh Gott. Es ist soweit. Fuck, Peter, was ist los? Grandy, das ist unsere Chance. Lass uns von hier verschwinden. Oh Gott. Die Leute des Herzogs haben sich hier beschreiben von unserer Gruppe. Nicht sie weg hier. Lauf, Dankwart. Wir teilen uns auf und treffen uns später wieder. Los. Ja, Taro sind die vielleicht noch. Oh Gott, ich werde verfolgt. Schnell, schnell, schnell. Uff. Ich glaube, die habe ich abgehängt. Oh, scheiße, ey. Was war da eben los? Ich habe nicht mal die Hälfte mitgekriegt. Das ging alles viel zu schnell. Was ist mit den anderen passiert? Dankwart hat es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber Tarius und Libra saßen wie versteinert auf ihren Plätzen. Hoffentlich ist ihnen nicht zugestoßen. Na toll, jetzt stehe ich wieder alleine da. Was kann ich schon gegen die Leute des Herzogs ausrichten? Jetzt reiß dich mal zusammen, Granny. Dankwart hat sicherlich recht. Wenn wir alle festgenommen worden wären, hätte unsere Mission hier und heute ihr Ende gefunden. Ich fürchte, da unten kann ich gerade wirklich nicht viel retten. Vielleicht birgt diese Burg noch weitere Geheimnisse, die mir helfen können. Oh, scheiße. Okay, erstmal in unser Zimmer wieder und speichern. Ihr habt gesehen, die Herzogin Xynthia ist komplett geschmolzen. Nein, der Speicherpunkt ist weg. Okay. Ich gehe mal in unseren Geheimgang und versuche mal, irgendwas hier hinten zu reißen. Oh Gott, nee, da geht's wieder raus. Ich will hier nicht raus. Da geht's in das Alchemielabor. Vielleicht können wir hier jetzt einbrechen. Die Tür ist verschlossen. Aufbrechen. Keine Chance, das Schloss ist zu kompliziert für mich. Verdammt. Vielleicht können wir hier rein. Die Tür ist verschlossen. Keine Chance. Zu kompliziert. Und der Durchgang ist zugemauert. Verdammt. Jetzt müssen wir wohl doch wieder in den Korridor. Shit. Oh Gott. Ah, weg. Oder geht immer wieder den gleichen Weg. Shitty, shitty, bang, bang. Okay, gut, okay, gut, okay, gut. Keine Sorge, keine Sorge. Ich krieg das noch hin. Ja, wir suchen uns die richtigen Leute. Das heißt, wir müssen mal gucken. Ah, wir könnten doch jetzt vielleicht bei dem komischen Deppen da rein. Nee, das war's nicht. Hier war's. Der hat nämlich eine Truhe. Giftgericht gefunden, Pfeifenkraut gefunden, Elixier gefunden. Jawoll, ja. Bücher, Bücher, Bücher. Meine Güte, was steht da? Meine Güte, wer soll das alles lesen? Ja, das frage ich mich auch immer. Aber ich denke mal, die Bücher sind jahrelang angesammelt worden und dadurch ist es leicht zu erklären. Granny, ist ja nicht so doof. Okay. Vielleicht können wir jetzt hier rein. Die Tür ist verschlossen. Verdammt, das Schloss ist zu kompliziert für mich. Und was war hier unten nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Nur noch eine Tür. Keine Chance. Verdammte Scheiße. Und da gab es nur noch diesen Geheimgang. Oh. Gut, dann bringt's ja nichts. Wir müssen wieder hoch. Vielleicht können wir in die Primatgemächer der Fräulein... oh Gott, wer ist das? Skype, shit. Okay. Gehen wir mal rein. Und gucken uns jetzt mal hier oben um. Oh, geh weg. Die Tür ist zugenagelt. Aufbrechen. Oh Gott. Na bitte. Oh Gott. Erstmal speichern. Boah. Oh nein, der Speicherpunkt ist weg. Was steht hier? Das Buch ist ein rotes Leder gebunden. Da stehen ein paar Initialen darauf. Drei große, verschnörkelte R.
Scheint ein Tagebuch zu sein. Gut, das wird jetzt eine Geschichtsstunde. 17. September. Wenn ich daran denke, wie voll mein Herz gestern noch war, als Cynthia und ich vermalt wurden. Heute sieht alles anders aus. Seit der Trauung ist sie abweisend und störrisch. Gar nicht mehr das lebenslustige Ding, das sie vorher war. Sie meidet mich. Ja, sie hat mir sogar den Zutritt zu unserem Schlafzimmer verwehrt. 29. September. Ich bin ein Fremder in meinem eigenen Haus. Dieser seltsame Priester, den Cynthia mitgebracht hat, spielt sich auf, als sei er der Burgherr. Ich denke, ich werde ihn heute Abend zur Rede stellen. 30. September. Ihr Götter, was habe ich getan, dass ihr mich so hart strafen musst? Tit, gestern begab ich mich zu unseren Gemächern, zu den Gemächern des falschen Pfaffen und ihm auf die Zustände in Rabenstein anzusprechen. Als ich vor der Türe stand, vernahm ich von drinnen merkwürdige Laute, die mich dazu veranlasst, die Tür in aller Heimlichkeit zu öffnen. Doch was musste ich auf der anderen Seite erblicken? Meine eigene Gattin, die sich mir seit unserer Trauung verweigert hat, wälzte sich mit dem Priamor voller Wollust auf dem Boden wie ein Tier. Voller Entsetzen floh ich aus dem Zimmer, ohne die Türe hinter mir zu schließen. 1. Oktober. Finsterster Verrat von allen Seiten. Heute Morgen fand ich mich auf meinem Zimmer eingeschlossen vor. Was planen diese Ehebrecher? Sie müssen das Gesinde auf ihrer Seite gebracht haben. 4. Oktober. 3 Tage ohne Nahrung. Es geht zu Ende. Sie haben tatsächlich vor, mich hier verhungern zu lassen. Aber diesen Gefall keine Tinte mehr. Nun, dann ist mein Blut wenigstens noch zu etwas Nutze. Ich habe kaum Hoffnung, dass jemand dieses Buch finden wird. Sollte es jedoch wirklich sein, dann berichtet bitte der Welt, dass Roland von Rabenstein als Mann von Ehre gestorben ist, durch das eigene Schwert. Und wenn ihr den Pfad der Götter folgt, dann erweist mir die Genugtuung, dass Cynthia und ihren dämonischen Liebhaber ihrer gerechten Schicksal zuzuführen sind. Boah. Sie haben Ritter Roland umgebracht, dafür werden sie bezahlen. Oh Gott. Ich habe Gänsehaut, Leute. Wenn das alles hier vorüber ist, werde ich mich für ein würdiges Begräbnis für euch sorgen, Ritter Roland. Nur noch Staub und ein paar tote Spinnen. Ja, das ist ziemlich krass, die Geschichte. Cynthia, die Frau mit dem Priester. Oh Gott. Aha, und hier ist das Zimmer der Dame. Kleider. Alle ein paar Nummern zu klein für Libra. Oh Gott. Na, was haben wir denn hier? Hübsch, aber für Libra eindeutig zu rot. Damit sieht sie aus wie ein Feuermelder. Wieder speichern. Oh, ich glaube, ich verbrauche hier gerade alle Speicherstände. Das ist zu dumm. Das ist echt dumm. Ich lasse mal, glaube ich, lieber den Speicherstand. Im Hauptraum da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist noch ein Speicher. Ich lasse den diesmal lieber da. Ich brauche jetzt nicht noch speichern. Ich habe ja schon gespeichert. Oh, hier ist Licht angegangen. Oh Gott. Was war das? Oh, ihr seid es. Den Göttern sei Dank. Dank, Quatsch. Ein Glück, dass ihr es geschafft habt. Puh, ich bin so schnell gelaufen, wie es meine alten Beine zugelassen haben. Irgendwie habe ich bis zur Treppe geschafft und mich hier versteckt. Nun ja, ich habe mich daran in ein paar Büchern festgelesen. Diese Burg ist hier, hat wirklich eine faszinierende Geschichte. Habt ihr irgendetwas herausfinden können, was uns helfen könnte? Nicht direkt, fürchte ich. Aber diese Regionen stehen auf regende Zeiten bevor, wenn die alten Geschichten wahr sind, die ich gelesen habe. Noch mehr Aufregung? Na toll, was wird denn passieren? Damit ihr versteht, was ich meine, werde ich wohl etwas weiter ausholen müssen. Nur zu. Ich habe hier oben noch keinen von den Leuten des Herzogs gesehen. Nun gut, diese Burg ist uralt, müsst ihr wissen. Weit älter noch als Schloss Falkenburg. Sie wurde erbaut von einem Mann namens Malthur. Über seine Herkunft sind sich die Quellen nicht ganz einig, aber sicher scheint, dass er kein gewöhnlicher Mensch war. Manche glauben, dass er ein Sohn des dunklen Gottes sei.
wie der andere. Er sei von den Göttern zu ewigem Leben und rastlosen Wanderschaften verflucht. Sicher scheint jedoch, dass er diese Burg mitten im Niemandsland erbaut hat. Es muss wohl irgendein Kultzentrum oder etwas ähnliches gewesen sein. Er predigte hier irgendwelche Abartigkeiten und scharte hunderte von Anhängern um sich. Einer davon nahm er sich zur Frau. Der Name des Mädchens war Lydia. Und jahrelang regierte sie hier auf Burg Rabenstein an seiner Seite. Natürlich konnte so ein Hort des Bösen nicht ewig unerkannt bleiben. Der damalige Kaiser dieses Reiches beschloss, gegen das Unheil vorzugehen. Ein großes Heer rückte den Rabenstein vor. Der Anblick, der sie hier erwartete, ließ ihnen das Mark in den Knochen erfrieren. Maltu hatte das Landvolk, das sie seinem Regime nicht unterwerfen wollte, zusammengetrieben und hinrichten lassen. Er ließ ihnen die Augen herausreißen, anschließend wurden sie an langen Pfählen aufgespießt. Die Pfähle hatte er auf den Zinnen der Burg errichten lassen, wo die Raben ihre toten Körper binnen Tagen bis zur Unerkenntlichkeit verstümmelten. Dieser Anblick ließ keinen Zweifel daran aufkommen, was auf Rabenstein vor sich ging. Man entschloss sich, ohne Verhandlungen anzugreifen. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des kaiserlichen Heers hatte man am Abend des ersten Tages keinen Fuß Raum gewinnen können. Immer wenn es schien, als könne man eine Bresche in die Reihen der Gegner schlagen, erschien Malte selbst auf dem Schlachtfeld. Gerüstet im schwarzen Eisen und einem Kopf größer als jeder seiner Gegner, sehte er Tod und Verderben unter den Mannen des Kaisers. Niemand konnte ihm widerstehen und die Schlacht drohte verloren zu werden. Wäre da nicht ein junger Hauptmann gewesen, dem es nach Einbruch der Nacht gelang, an den Wächtern vorbei in die Burg einzudringen. Es arbeitete sich vor bis zu den Gemächern Malturs, aber er fand nur dessen Gatten vor. Er hatte gedacht, er könne sie als Geisel nehmen, aber sie warf sich auf ihn wie alle Furien der Hölle. Dem jungen Mann stand der härteste Kampf seines Lebens bevor, aber er errang die Oberhand und erschlug die Gattin des Burgherrn. Just in diesem Augenblick wurde die Tür krachend aufgestoßen und Maltur stand im Raum. Der Hauptmann dachte, dass dies sein Ende sei. Aber als Maltur den leblosen Körper Lithias sah, verfiel er in Raserei und griff wahllos alles an, was ihm vors Schwert kam. In diesem heillosen Durcheinander gelang es unserem jungen Kämpfer zu entkommen. Er kehrte auf die Zinnen zurück und blies zum Angriff. Ohne Maltur brach der Widerstand der letzten Verteidiger völlig in sich zusammen. Keine halbe Stunde später war der Sturm zu Ende. Der junge Hauptmann wurde als Held gefeiert und ihm wurde diese Region als Lehen zuerkannt. Sein Name war Falk von Denkelbrack. Na toll, jetzt ist mir klar, warum euch die Geschichte so gut gefallen hat. Aber das ist alles schon Jahrhunderte her. Ich bin ja auch noch nicht fertig, Granny. Maltur selbst war verschwunden, aber im Laufe der Jahrhunderte wollte ihn immer wieder Leute gesehen haben. Er streift durch die Lande, rastlos, immer noch vor Schmerz erfüllt. Aber es gibt da eine Prophezeiung, nach der er nach Ablauf von 700 Jahren wieder hier erscheinen soll, um seine Herrschaft wieder anzutreten. Nun, jetzt ratet mal. Das ist jetzt 700 Jahre her. Fast auf den Tag genau. Das sind ja wirklich entzückende Neuigkeiten, aber mir ist nicht ganz klar, wie uns das weiterhelfen soll. Im Moment vielleicht nicht, aber ich habe mich schon immer gefragt, was Manfred dazu bewogen hat, meinen Thron an sich zu reißen. Seht ihr nicht, wie sich die Geschichte wiederholt? Wie Malto damals hat auch Manfred hier ein Reich des Bösen errichtet. Ich habe die dunkle Ahnung, dass er hier die Rückkehr des dunklen Fürsten vorbereitet. Vielleicht kann uns dieses Wissen einmal von Nutzen sein. Aber ihr habt recht, in unserer entgegenwärtigen Situation bringt uns das auch nicht weiter. Habt ihr irgendetwas herausfinden können? Und dann ist da noch etwas, okay, was euch sicher traurig stimmen wird. Ich habe Ritter Roland tot gefunden. Priamor und Xynthia haben ihn auf dem Gewissen. Und die Dienerschaft scheint auch dahinter verwickelt zu sein. Das sind wirklich wenig erbauliche Nachrichten, die ihr mir da bringt, Grandy. Aber wir dürfen uns nicht den Mut nehmen lassen. Wir sollten zusehen, die Geheimnisse dieser Burg zu lösen, damit wir möglichst bald weiterreisen können. Und Dankwart schließt sich unsere Gruppe an. Meister Schund.
Oh, ja. Ey, hier geht's drauf und dran. Das ist echt traurig. Aber wir müssen jetzt speichern, denn... Es ist soweit, Leute. Oh Gott. Was war das für ein Geräusch? Genau das werden wir im nächsten Teil erfahren. Bei unterwegs in Duisburg. Leute, bleibt fresh. Wie dem auch sei. Haut rein. Oh Gott, das wird gruselig. Macht's gut. Euer Freshflix.